Ja, herzlich willkommen zu einem nächsten Modul, einer nächsten Lerneinheit im Kurs Crowdsensing und Social Data Mining, mobilen Agenten. Und heute geht es um Agenten. Gleichzeitig ist das auch eine Vorlesungseinheit für den Kurs Multi-Agenten-Systeme, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten oder hingekommen sind zu dem Punkt, was sind eigentlich Agentenmodelle und wie funktionieren Agenten? Und da wurde ja der relativ große Bereich der eher weniger intelligenten Agenten, der zustandsbasierten und reaktiven Agenten angeschaut, um dann auf die ja auf die Schlussfolgerungs-, auf die wissensbasierten Agenten, Deduktionsagenten zu kommen. Und heute möchte ich hier mal für beide Kurse relevant ja die Agenten, die dann auch praktisch, also die praktisch für das agentenbasierte Berechnen eingesetzt werden, hier für das mobile Crowdsensing und im Kurs Multi-Agenten-Systeme dann entsprechend allgemein für Aufgaben des verteilten Rechnens auf verschiedenen Rechnern und mit Multi-Agenten-System. Und hier möchte ich halt nochmal das Agentenmodell, was dem eben zugrunde liegt, die zustandsbasierten reaktiven Agenten vertiefen, um dann eben auch auf die JAM-Agenten, also die Agenten, die in JavaScript auf der JavaScript Angel Machine ausgeführt werden, zu kommen, auf das Programmiermodell und wie die Plattform aufgebaut ist. Also hier geht es heute um zustandsbasierte reaktive Agenten am Beispiel der JAM-Plattform und der JavaScript-basierten Agenten. Erstmal nochmal als zur Applikation des Crowdsensings an sich. Crowdsensing ist ja eine verteilte Datenverarbeitung. Und da sind wir eben auch schon im Bereich der agentenbasierten Verfahren. Immer wenn es verteilt wird, könnten sie einen Vorteil bringen. Klassisch bedeutet natürlich verteilte Datenverarbeitung, verteilte Kommunikation zwischen sogenannten Prozessen, also Datenverarbeitungsprozessen. Traditionell verteilte Netzwerke wie das Internet der Dinge oder das Internet allgemein, müssen einer Vielzahl von Kommunikationsprotokollen und Netzwerkstrukturen umgehen können. Also wir haben sehr stark heterogene Systeme. Und das klassische Crowdsensing findet ja häufig, wie wir hier unten sehen, so, häufig als eine ja, Client-Server-Applikation statt. Also hier haben wir im Grunde einen HTTP-Server, einen Web-Server. Und hier haben wir zum Beispiel einen Web Browser, ja, also eine klassische Client-Server-Anwendung ist ganz typisch auch für Umfragesysteme, die auch gerade hier im Kurs mobiles Crowdsensing bearbeitet werden. Also ganz klassisch die Client-Server-Kommunikation, wo halt bestimmte Anfragen an einen Server gerichtet werden, der dann wiederum eine Antwort liefert. Und das kann eben auf dem Klienten sein, dass dort eine Umfrage durchgeführt wird, aber tatsächlich wird sie auf dem Server durchgeführt. Das heißt, Code wird eigentlich nur hier auf diesem Server, ups, auf diesem Server ausgeführt. So wollte ich das eigentlich gemacht haben. So, auf diesem Server ausgeführt werden. Also hier haben wir Code, der ausgeführt wird. Und hier haben wir im Grunde nur Daten. Das stimmt nicht ganz, da JavaScript auch in Webseiten ganz massiv verwendet wird, habe ich auch klientenseitige Datenverarbeitung. Aber im Grunde die klassische Umfrage wird hier durchgeführt und dann die Daten hier weiterverarbeitet. Das heißt, Datenrepräsentation, auch gerade an so einem Beispiel einer solchen Applikation, ist eine weitere Hürde in solchen verteilten Systemen. Ja, und häufig wird eben HTTP-basiertes, also über das Hyper-Transfer-Protokoll durchgeführte Kommunikation zwischen einem Klienten- und Serversystem entsprechend ausgeführt. Und Server heißt eben, dass wir nicht nur einen Klienten haben, sondern ganz viele. Ja, das hier sind alles Klienten dann. Client, hier Client. Und so weiter. Das heißt, ein Server muss alle, zum Beispiel auch an einer Umfrage beteiligten Klienten, mehr oder weniger gleichzeitig bearbeiten. So, hier sehen wir das mal, diese große Vielfalt auch an Kommunikationsprotokollen. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Einerseits hier beim Internet der Dinge, also alles, wenn so Geräte miteinander vernetzt werden, da fallen auch im Grunde schon Smartphones mit Bluetooth-Technologie drunter. Hier sehen wir halt der Infrastructure Layer, Bluetooth, Low Energy, Wi-Fi, Zigbee als unbekannte Near Field Communication, was benutzt wird beim sogenannten kontaktlosen Bezahlen, was dann auch von im Grunde von Kreditkarten eingesetzt wird,
Und ja, dann haben wir ja verschiedene Transportlayer für die Kommunikation wie UDP, ja, und bis oben semantische Layer, die dann eben auch relativ abstrakte Repräsentationen, hier ein Beispiel eines Sensornetzwerkes mit SensorML oder Semantic Sensor Net Ontology repräsentieren. Also wir sehen halt hier ganz eine große Anzahl von entsprechenden Ebenen. Ja, hier unten Low Level, hier unten High Level, ja. Und die bauen alle aufeinander auf. Da gibt es dann ja auch diesen ISO, OSI, Protokollstack, ne, wo einzelne Protokolle auf anderen aufbauen. Das ist im Grunde hier repräsentiert. Ne? Also hier bei der klassischen Internetkommunikation haben wir Wi-Fi, dann hier Mobilfunk, LTE zum Beispiel oder 3G oder was, HSDPA und so weiter. Dann hier das klassische IP-Protokoll, IP4, IP6, dann darauf aufbauen TCP/UDP. Hier sieht man noch ein bisschen Unterschied zu dem Internet der Dinge, wo häufig nur UDP, also nicht verbindungsorientierte Kommunikation genutzt wird. Ja, und dann bauen hier nach und nach hier diese höheren Protokollschichten drauf auf. Das ist ein Problem. Heterogene Systeme, also man sieht diese Vielfalt hier. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Sensorknoten kein XML-Message-Format unterstützt, aber die Daten im XML-Format kommen, unterstützt zum Beispiel nur JSON als JavaScript Object Notation Format, dann können die Knoten sich nicht unterhalten. Das heißt, dieses Babel, was wir im Grunde haben, ja, diese Multilingualität durch verschiedene Formate, durch Repräsentation, ist ein ganz großes Problem, dass viele Softwarekomponenten untereinander nicht kommunizieren können. Das gilt im Grunde auch schon zum Teilweise im Internet, und da ist nicht, man sieht ja auch nicht ganz so viele Protokolle. Aber hier haben wir eine sehr große Diversität. Da können eben Agenten eine mögliche Lösung bieten, in solchen stark heterogenen Systemen eingesetzt zu werden. Und sie besitzen eine Vielzahl von Fähigkeiten, die sich eben von klassischen Programmen unterscheiden, obwohl natürlich Agenten auch Programme sind. Das ist nochmal eine Wiederholung, Fähigkeit zu eigenständiger Aktivität. Das heißt, Agenten sind nicht aktiviert. Sie sollten möglichst autonomes, selbstbestimmtes Verhalten haben, also nicht durch eine zentrale Instanz gesteuert, also das Gegenteil hier von dem Server-Klientenbasierten System, wo eigentlich nur der Server vorgibt. Der Server gibt die Internetseite vor, der Server liefert das JavaScript-Code und der kann auch nicht verändert werden oder sollte nicht verändert werden. So, auf der Klientenseite. Kann, aber muss nicht. Fähigkeit zum selbstständigen Schlussfolgern, also Umgang mit unsicherem Wissen. Da kommt eben nämlich schon das Problem. Wenn wir halt in mobilen Umgebungen sind, da können sich Verbindungsstrukturen ändern, die Sensoren können unzuverlässig sein oder gar nicht vorhanden sein. Das heißt, wenn Software auf einem unbekannten Gerät ausgeführt wird, was ist dort eigentlich vorhanden an Infrastruktur? Dann flexibles und rationales Verhalten, also Adaptivität an veränderliche Weltbedingungen. Fähigkeit zur Kommunikation, Interaktion, also Synchronisation und kooperatives oder konkurrierendes Verhalten, also Lösung von Wettbewerbskonflikten und Kooperation, um halt dann auch gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Ne? Und das Ziel kann eben auch sein, eine mobile Umfrage durchzuführen. Ja? Und Wettbewerbskonflikte können entstehen, wenn zum Beispiel auf einem mobilen Gerät zwei Agenten eintreffen, die gleichzeitig versuchen, eine Umfrage durchzuführen. Entweder die gleiche Umfrage oder verschiedene Umfragen. Das muss koordiniert werden. Das ist ein Konflikt. Ja, und dann Fähigkeit eben zur ziel- und aufgabenorientierten Koordination, also hier die Kooperation. Ja? Das sind wichtige Merkmale von Agenten, die sie von klassischer Software unterscheiden. Und eine ganz wichtige, habe ich hier noch? Nee, eine ganz weite wichtigere Eigenschaft ist, und das ist gerade jetzt hier darauf bezogen, sehr wichtig. Hier haben wir eine sehr, sehr starke Kopplung zu den ganzen unteren Protokollschichten, zu der Hardware-Infrastruktur. Ja. Über Zigbee funktioniert IP4, IP6 nicht direkt, höchstens über Peer-to-Peer, über NFC noch weniger. Und es macht auch wenig Sinn, IP6 oder 4 über NFC laufen zu lassen, weil halt auch die Bandbreite sehr gering ist. Also hier gibt es eine sehr starke Abhängigkeit von der Funktionalität eines Gerätes und der Software von den drunterliegenden Kommunikationsinfrastruktur. Davon wollen wir möglichst unabhängig werden. Das heißt, eine ganz wichtige Eigenschaft ist eine lose Kopplung. Ja, normalerweise sind Programme sehr stark gekoppelt. Ja, der Webbrowser ist sehr stark an das Betriebssystem gekoppelt, an die drunterliegende Software, an die Grafikengine und so weiter. Und hier haben wir als ganz wichtige Eigenschaft eine lose Kopplung an die Plattform zum Beispiel. An die Welt, kann man auch sagen, ja, an andere Agenten. Ja, also diese lose Kopplung, die spielt eine ganz große Rolle.
Ja, und dann schalten wir, das haben wir schon eingeführt, in dem einen Kurs hier noch nicht. Das ist eben auch beim mobilen Crowdsensing ganz interessant. Die Agenten bewegen sich dann, da sind ja eigentlich dazu da, im Grunde verteilte Datenverarbeitung durchzuführen. Aber tatsächlich ist es auch so, dass Agenten eine virtuelle Welt repräsentieren, auch wenn sie nur verteilte Datenverarbeitung, also das Erheben von Umfragen, Jobs, also die Durchführung von Umfragejobs und Erhebung von Nutzerdaten durchführen, bewegen sie sich dennoch in einer virtuellen Welt, die natürlich eine Relation zur realen Welt hat, ne? Wenn wir verschiedene Smartphones haben, ja, wir haben ja verschiedene Nutzer mit ihren entsprechenden Smartphones. Ja, haben wir hier einen, dann haben wir hier einen. Das ist ja die reale Welt mit unterschiedlichen Standorten. Hier von mir aus Bremen, hier Hamburg. Ja, dann haben wir hier die reale Welt, das ist diese hier. Aber tatsächlich sind dann zum Beispiel diese Plattformen über einen Relais-Knoten, ja, über einen, nicht mal Relais, miteinander verbunden. Dann ist das hier eine virtuelle Welt, nämlich eine virtuelle Verbindungsstruktur. Obwohl die in zwei verschiedenen Städten sind, sind sie über ein Relais, was vielleicht dann in Kiel ist, ja, also in Kiel läuft, miteinander verbunden. Und also übers Internet haben sie eine virtuelle Verbindungsstruktur und das ist die virtuelle Welt. Und das heißt, klassisch bilden halt Agenten reale Welten auf virtuelle ab, meistens irgendwie diskretisiert durch irgendwelche Graphen dargestellt. Und wiederum, das gilt jetzt nicht für das agentenverteilte oder das verteilte Rechnen mit Agenten, aber den ABM, ABS-Bereich, also agentenbasiertes Modellieren und Simulieren, dort bilden eben auch Agenten reale Entitäten ab. Ja, sie sind also im Grunde digitale Zwillinge, kann man auch sagen, von realen Entitäten. Und diese Netzwerkstruktur, ne, wenn ich jetzt zwei, wie eben gezeigt, zwei Smartphone-Nutzer habe, mit jeweils einem Agenten, ja, hier habe ich einen Agent und hier habe ich ein, ups, ein Smartphone mit einem Agenten, dann können diese Agenten natürlich miteinander kommunizieren und das führt natürlich auch im Grunde zu einer Kommunikation dieser beiden Menschen zueinander. Ja. Das heißt, da gibt es eine Verbindung zwischen der digitalen Kommunikation und der menschlichen, ich nenne es mal Human-Kommunikation. Ja. So, das heißt, das Agentenmodell nochmal zusammengefasst und hier für den Kurs Mobiles Crowdsensing neu eingeführt. Das Agentenmodell ist im Grunde ganz einfach. Wir haben den Agenten, wir haben ein Environment, das kann die Welt sein, das kann eine simulierte Welt sein, das kann ein Spiel sein, also ein digitales Spiel, aber eben auch die ganz klassische reale Welt, Städte, Straßen, Gebäude, Menschen und so weiter. Das ist das Environment. Und der Agent macht eigentlich nichts anderes, als sensorischen Input zu verarbeiten, daraus Aktionen generieren. Bei unserem Umfrageagenten wäre das das Environment, das Internet, ja, dann übergehend in das mobile Netzwerk, also Bremen, Hamburg, Kiel, ja, und die verschiedenen Standorte der Nutzer und deren Smartphones gehört auch zur physikalischen Welt. Das ist ein physikalischer Träger, der nämlich eine ganz wichtige Eigenschaft hat. Es ist nämlich ein mobiles Gerät. Und wenn ein Agent auf diesem mobilen Gerät ausgeführt wird, zum Beispiel in eine Webpage eingebettet, dann wird er mobil durch die physische Mobilität des Gerätes. Gerade jetzt aktuell, ne, mit dieser sogenannten Corona-App, ne, dort, wenn man sich vorstellt, dass ein Agent, dass ein Programm auf dem Smartphone ausgeführt wird, ist dieses ja mobil, dieses Programm. Und dadurch erreiche ich einen räumlichen Kontext, der immer größer wird und die Geräte tauschen sich aus. Also diese Corona-App ist genau so ein Beispiel, nur dass sie nicht klassisch agentenbasiert funktioniert, beziehungsweise der Agent ist die Corona-App selber. Und die einzelnen Geräte untereinander, beziehungsweise die Software, die Geräte tauschen ja nicht die Daten direkt aus, sondern die Softwareprozesse, ja, da sind die, ist diese, dieses Applikationsprogramm eigentlich der Agent, ja, der halt nur im Grunde die Kontaktdaten austauscht. Und die Aktion, die sensorische Input ist, kriege von einem anderen Gerät die Kontaktdaten und die Aktion ist, sende meine eigenen Kontaktdaten. Also hier sehr trivial. Hier nur ein Beispiel gezeigt eines Heizungsagenten. Ne? Umgebung ist Raum im Gebäude, Sensor ist die Temperatur und der Aktuator ist die Heizung. Also da kann man sich physikalisch gut vorstellen. Und ein ganz einfaches Verhalten ist die Temperatur zu niedrig, Heizung an, ist die angenehme Heizung aus. So, also die Interaktion mit der Umwelt ist zentrales Agentenmodell. Und hier haben wir nochmal dieses reaktive, zustandsbasierte Agentenmodell, was eben auch hier eine große Rolle spielt. Wir haben also die Umgebung, die kann jetzt erstmal rein digital sein. Ja? Perzeption ist also das Lesen von digitalen Werten, ja, von einem anderen Programm, von einem Server oder was auch immer.
Und dann haben wir halt diese klassischen zustandsbasierten reaktiven Modelle. Das heißt, es gibt hier eine Perzeptionsfunktion C, die halt die aktuelle Daten aufnimmt. Das können aber auch Sensordaten vom Smartphone sein, also Lichtsensor, Positionssensor und so weiter. Genauso gut bei einem Chatdialog die Antwort auf eine Frage, die ein Nutzer gegeben hat. Alles das ist Perzeption, nimmt er auf. Dann berechnet er im Grunde einen internen Zustand, um halt weitere Aktionen zu planen. Und das könnte, ich werde das gleich noch zeigen in einem Beispiel, der Umfrageagent könnte halt sein, er muss halt eine ganze Liste von Fragen abarbeiten und der nächste Zustand bestimmt sich halt daraus, ob es noch eine Frage gibt. Wenn ja, dann ist die Aktion, stelle die Frage im Chat und warte auf Antwort. Wenn nein, dann ist die Umfrage abgeschlossen und die Daten werden zurückgeliefert. Da komme ich gleich noch zu. Also dieses See Next Action, dieser klassische endliche Zustandsautomat, ja, der ist typisch für unsere reaktiven zustandsbasierten Agenten, die wir halt in diesem Modul auch betrachten. Also Perzeption, Verarbeitung, Zustandsänderung, Entscheidung, Aktion. Was es dann noch gibt, das betrachten wir jetzt hier noch nicht, das ist das Lernen bzw. das Rückkoppeln. Das heißt, der Agent führt ja eine Aktion aus und jetzt hat er zum wiederholten Male festgestellt, dass der Nutzer nicht auf diese Fragen antwortet. Ja? So, also es gibt ein Timeout. So, und dann gibt es hier noch eine Reward-Funktion, die halt die Aktion, stelle neue Frage, bewertet. So, und wenn jetzt zum wiederholten Male es keine Antwort gab, also ein Timeout eingetreten ist, dann können wir auch die Umfrage abbrechen, weil der Nutzer nimmt nicht mehr teil. Ist vielleicht gerade abgelenkt, weil er dieser Vorlesung hier lauscht, ja, und sie mit liest und mitsieht. Das heißt, er ist gerade abgelenkt und kann nicht an der Umfrage teilnehmen. Mal sehr gut. Und das heißt, der Reward würde immer weiter runtersinken bis auf 0 und dann würde der Agent halt seine Aktion neu planen und nicht mehr weitere Fragen stellen, sondern die vielleicht bereits beantworteten Fragen nehmen und zurückliefern an den Erheberagenten. Das ist ein Beispiel. Also Lernen gehört noch mit dazu, über einen Reward betrachten wir nicht, aber ist halt noch Bestandteil von lernenden reaktiven zustandsbasierten Agenten. So, also der zustandsbasierte Agent besteht aus, und das ist jetzt wichtig, Körpervariablen. Ja. In NetLogo haben wir das auch. Ne? Da haben auch die einzelnen Turtles Variablen, ob sie Futter tragen, zum Beispiel bei Ameisenmodellen, ihr Standort. Ne? Also zu den Körpervariablen gehört auch ein Standort. Ja, und dann den Kontrollzustand und das Verhalten. Ja. Gerade das Verhalten, das muss irgendwie beschrieben werden. Und das will ich halt jetzt auch hier näher betrachten. Wie können wir eigentlich das Verhalten, was ich eben auch mal an diesem Beispiel gezeigt habe, beschreiben? Und der Kontrollzustand hängt eigentlich unmittelbar damit zusammen, ne, wenn wir hier nochmal zurückgehen, was als nächstes getan werden soll oder was er gerade aktuell tut. Ja? Wenn er auf eine Frage, auf die Antwort auf einer Frage wartet, ist das der Kontrollzustand. Wenn er dabei ist, die Ergebnisse zurückzuliefern, ist es ein anderer Kontrollzustand. Dann ist es eine andere Aktivität, die er durchführen möchte, also ein anderes Ziel, was er auch erreichen möchte. Nicht mehr weitere Fragen stellen, sondern diese Fragen an den Erheber zurückliefern. So, also, wir haben Körpervariablen erstens, dann das Verhalten, also Code ist das, Programmcode, ja, und der Kontrollzustand. Der bezieht sich dann auf den Teil des Codes, der gerade ausgeführt wird. So, also Aktivität und Zustand ist ein ganz wichtiges Konzept hier. Das Verhalten eines aktivitätsbasierten Agenten ist durch einen Agentenzustand gekennzeichnet, der durch Aktivitäten verändert wird. Klar, ne, wenn ich die Aktionen dann in Aktivitäten durchführe, ja, Aktivitäten selbst verarbeiten Wahrnehmungen, planen Aktionen und führen Aktionen aus, die in den Steuerungs- und Datenzustand des Agenten ändern. Der Datenzustand ist das hier. Ja, das hier ist der Datenzustand. Und das hier ist der Kontrollzustand, der unmittelbar mit dem Verhalten zusammenhängt, also mit dem Code. Ja? So, Aktivitäten und dann gibt es auch Übergänge zwischen Aktivitäten, werden durch einen sogenannten Aktivitätsübergangsgraphen oder auch im Englischen Activity Transition Graph dargestellt. Klingt kompliziert, ist es gar nicht. Ich werde gleich nochmal ein Beispiel zeigen, eines eben Umfrageagenten. Ist eigentlich ganz was Triviales. Ich partitioniere im Grunde mein gesamtes Verhalten, also mein gesamtes Programm. Verhalten ist hier gleich Programm. Ja, also mal hier klargestellt, gleich Programm, unser Agentenprogramm. Na, muss ich es auch nicht erschreiben. So, Programm. Und dieses Programm wird über diesen ATG, diesen Aktivitätsübergangsgraphen, dargestellt. Das heißt, die Änderung des Kontrollzustandes steckt hier in diesen Transitions drin. Ja.
Die Übergänge starten also Aktivitäten wie stelle nächste Frage, warte auf Antwort, gehe zum nächsten Knoten, also Plattformknoten im Netzwerk, schicke eine Nachricht, was auch immer. Das sind Aktivitäten, beziehungsweise Aktionen in Aktivitäten. Und diese Übergänge sind häufig abhängig von der Auswertung von Agentendaten, also von den Körpervariablen. Das heißt, die Änderung, was wir jetzt auch hier haben, ja, hier diese Next-Funktion, die, da hier haben wir diese ganzen Körpervariablen und den aktuellen aus oder ne, zunächsten auszuführenden, nächste auszuführende Aktivität, die dann wiederum Aktionen ausführt, ja. Also, das Next berechnet sich aus aktuellen Körpervariablen, wie ich brauche keine Fragen stellen, wenn ich gar nicht auf einem mobilen Gerät bin. Ja? Also bin ich auf einem mobilen Gerät? Ja, dann startet die Umfrage. Wenn nein, suche weitere im Netzwerk nach einem mobilen Gerät. Also das wären so verschiedene Übergänge. Und da, deswegen hängen diese Übergänge von der Auswertung von Agentendaten ab. Ja? Also die den Datenzustand des Agenten repräsentieren. So, das ist hier mal gezeigt, das sieht relativ komplex aus. Das ist nur ein Beispiel hier mal. Die verschiedenen Aktivitäten, die im Grunde so Teilziele darstellen. Das könnte Start sein, das könnte Ende sein. Oder hier, ja genau, Migration haben wir hier verschiedene Aktivitäten oder beziehungsweise Aktionen, sorry, Aktionen, die durchgeführt werden können. Und das hier ist das eigentliche ATG-Modell, der eigentliche Aktivitätsübergangsgraph. Und hier dieses C steht für Bedingungen. Also, wenn ich noch nicht am Ziel angekommen bin, also Ziel nicht erreicht, ja, Ziel ungleich erreicht, dann gehe ich zur Aktivität A2. Wenn ich das Ziel erreicht habe und ich habe Daten, dann liefere ich diese Daten hier in A3 an eine Datenbank aus. Sogenannte Tupelraumdatenbank, werde ich noch drauf eingehen. So und so weiter. Es können auch unkonditionale Übergänge geben. Also immer wenn ich Daten ausgeliefert habe, dann muss ich auch wieder Daten einlesen. Ja, also ich habe was reingeschrieben in die Datenbank, da muss ich auch wieder was rausnehmen. Das wäre ein unkonditionaler Übergang. Hier haben wir noch ein anderes Beispiel. Hier haben wir noch konditionale Übergänge. Hier haben wir einen weiteren. Ne? Also, wenn ich jetzt die Daten gelesen habe, dann gehe ich zum nächsten Knoten. Das ist also die Migration. Und hier sieht man halt, dass sowohl die Aktivitäten die Agentendaten verändern. Das sind hier die Agentendaten, also die einzelnen Variablen x, y, z. Ja? Und eine Aktivität selbst besteht aus Aktionen und die können halt direkt hier diese Agentendaten verändern. Oder eben Daten, also hier aus den Agentendaten in eine Datenbank schreiben. Oder Daten aus einer Datenbank in die Agentendaten schreiben, Datenbank schreiben oder in die Körpervariablen schreiben. Ja, und so weiter. So, das heißt, die hier, diese Übergänge hier, wenn die konditional sind, also ist x gleich 0, Fragezeichen, dann ist dieses x hier drin. So, da gehört es rein. Ja, so. Das heißt, diese einzelnen Aktivitäten stellen so Teilziele dar. Also suche ein mobiles Gerät oder suche nach Geräten in meiner Nähe über Bluetooth Low Energy. Ja. Dann, wenn gefunden, also wenn es welche gibt, muss eine Konnektivität hergestellt werden, es muss eine temporäre Verbindung hergestellt werden. Stelle also Verbindung her, wäre die nächste Aktivität. Dann hole Daten ja, von dem Gerät, also kriege die ID-Nummern. Und wenn du genug gesammelt hast, dann gehe weiter. Gut, hier ist die Migration bei der Corona-App, die Migration des mobilen Gerätes selber. Also die Corona-App ist ja ein stationärer Agent, der nicht das Gerät verlassen kann. Aber wenn wir mobile Agenten haben, im Sinne vom mobilen Code, dann könnte der auch noch die Plattform wechseln und auf ein anderes Gerät gehen zum Beispiel. Und hiermit haben wir schon die wesentlichen Aktionen neben Berechnung, also x ist gleich x plus 1, ja, habe ich eben auch noch Senden von Nachrichten. Dann das Einstellen von Daten in eine Datenbank, ein Tupelraum-Space, Tupelraum, das Lesen von Daten aus einer Datenbank und Migration. Ein wichtiger Punkt fehlt noch, das ist wichtige Eigenschaft von Agenten, was normale Programme auch nicht machen können, Replikation. Das heißt, Agenten können sich replizieren, Kopien von sich erstellen, das wird gerade bei diesem Umfrageagenten ganz klassisch benutzt. Ja? Also Replikation, das heißt Agentensteuerung. Erzeugen von Kindagenten, Erzeugen von ganz neuen Agenten, das Beenden von Agenten und so weiter. So, aber das sind die wesentlichen Aktivitäten, die natürlich immer was mit dem Environment zu tun haben. Wenn ich einen neuen Agenten erzeuge, dann habe ich im Environment eine Änderung vorgenommen.
So, also dieses ATG-Modell ist also dieser Aktivitätsübergangsgraph, der mit Agentenklassen assoziiert ist. Also eine Agentenklasse könnte sein ein Umfrageagent, ein Analyseagent, ein Applikationsagent, der also Daten dann auf einem Bildschirm darstellt, also bereits Analysen visualisiert und so weiter. Ja, oder ein Chatbot-Agent, das ist auch eine Klasse. Ja, oder ein Agent, der die Aufgabe hat, sensorische Daten zu verarbeiten und so weiter. Das sind alles Agentenklassen, so wie man einen Webbrowser hat, einen Texteditor und ein Tabellenkalkulationsprogramm. Das wären diese unterschiedlichen Klassen. Ja. Die können aber noch viel feiner granuliert sein. Also das ist nicht irgendwo begrenzt. Eine Agentenklasse ist also gegeben durch einen Aktivitätsübergangsgraphen, also mit Aktivitäten A1, A2 und so weiter und eine Menge von Übergängen. T1, konditional, also bestimmte Bedingungen, kann es geben, muss es nicht geben, kann auch unkonditional sein, T2 und so weiter. Und diese Ts verbinden dann halt As untereinander. Ja, das sind die Kanten des gerichteten Graphen. So, die Ausführung einer Aktivität, die selbst aus einer Folge von Aktion und Berechnung besteht, ist mit dem Erreichen eines Unterzieles oder das Erfüllen einer Voraussetzung verknüpft, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ja, ich kann erst auf einen anderen Knoten migrieren, wenn die Plattform eine Verbindung geschaffen haben. Ja, so wie eine Bluetooth-Verbindung muss erstmal bestehen, bevor ich vom anderen Gerät die ID-Nummer bekomme. So. Also, und zum Beispiel eine Sensordatenverarbeitung und Verteilung von Informationen durchführen zu können. Normalerweise werden Agenten verwendet, um komplexe Aufgaben zu zerlegen, basierend auf der Zerlegung durch Multi-Agenten-Systeme. Also das Prinzip von Divide and Conquer. Ne? Das ist unser Grundprinzip. Agenten können ihr Verhalten basierend auf Lern- und Umgebungsänderungen oder durch Ausführen einer bestimmten Unteraufgabe mit nur einer Untermenge des ursprünglichen Agentenverhaltens ändern. Das heißt, wir reden dann von den DATG, den dynamischen ATGs. Die können also verändert werden. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft der Adaptivität. Nochmal zurück zu den Eigenschaften von Agenten. Die sind adaptiv, auch durch Lernen. Ja? Und die stellen irgendwann fest, dass bestimmte Aktivitäten entweder gar nicht mehr benötigt werden oder nicht funktionieren und die dann ausgetauscht werden müssen, ja? Oder verändert werden müssen. Oder auch, dass bestimmte Übergänge nicht sinnvoll waren. Ja? Also, weil man zu proaktiv war oder weil die Migration schiefgegangen ist. Man hätte also vorher erst einen Test machen müssen. Ja, oder man hätte erst einen Kindagenten zu dem Nachbarknoten schicken sollen. Erst wenn der zurückkommt, also die klassische Voyager-Sonde, erst dann wird man auf diesen Knoten migrieren, selber migrieren. Also da kann halt der gesamte ATG verändert werden und eben auch gerade diese Unterklassenbildung, die Untermenge des ATGs zu bilden, das macht dynamische ATGs aus. So. Das heißt, das ATG-Verhaltensmodell ist eng mit der Interaktion von Agenten mit deren Umgebung verbunden, hier hauptsächlich durch den Austausch von Daten unter Verwendung einer Tupelraumdatenbank, eben schon gezeigt, durch Migration und durch Weitergabe von Nachrichten zwischen Agenten mittels Signalen, ja, und schließlich Replikation, Instanzierung von Agenten. Das ist also im Grunde die Interaktion auch mit der Welt. Ja? Die Welt ist ja auch digital. Ja? So, und das DATG-Modell ist eben ein ATG, was veränderlich ist. Der ATG selbst beschreibt ja das vollständige Agentenverhalten. Jedes Unterdiagramm und somit jeder Teil des ATG kann einem Unterklasseverhalten eines Agenten zugeordnet werden. Werde ich gleich am Beispiel des Umfrageagents nochmal zeigen. Daher führt das Modifizieren der Menge von Aktivitäten und der Übergänge des ursprünglichen ATG zu mehreren Unter- und Oberverhaltensweisen. Also ich kann auch Superklassen bilden. Ich kann also auch zwei ATGs fusionieren zu einem neuen. Ja, auch das wird von der Jam-Plattform prinzipiell unterstützt. Genauso wie das Subclassing. Das heißt, die Algorithmen implementieren, um verschiedene unterschiedliche Ziele zu erfüllen, ja, oder zu erreichen. Ja. Dann die Rekonfiguration der Aktivitäten führt zu einer Menge von Aktivitätsmengen. Ja. Ja, also die Veränderung des ATGs führt eben zu vielen ATGs und somit auch verschiedenen Rekonfigurationen von Übergängen führt zu Rekonfigurationsmengen. Die mögliche dynamische ATG-Zusammensetzung, also Komposition, Agentenunterklassifizierung zur Laufzeit ermöglichen. So, ist hier nochmal gezeigt. Hier habe ich den ursprünglichen ATG. Hier schmeiße ich jetzt gerade eine Aktivität raus. Ne? Die fliegt hier raus, diese Aktivität. Dann kann man auch im Grunde hier gleich diese Übergänge rausschmeißen. Das hat also A und T verändert. Ja. Dann habe ich diesen Graphen. Dann hier schmeiße ich A5 raus. Gleichzeitig füge ich wieder eine neue Aktivität ein. Hier die A2. Ja, also nicht diese A2, es kann auch eine neue A2 sein, kann also auch A2' sein.
aber das kann auch die ursprüngliche sein. Dann muss ich hier halt nochmal einen neuen Übergang einführen, den ich, also das ist nicht dieser gleiche hier, ne? Ging es ja ursprünglich von A4 nach A1. Den hatte ich hier auch rausgeschmissen. Das heißt, ich kann Aktivitäten hinzufügen, wegnehmen, ich kann Übergänge hinzufügen, wegnehmen und modifizieren. Das ist das DRDG-Modell. Und das wird im Prinzip auch von der Jam-Plattform unterstützt. Brauchen wir jetzt erstmal nicht primär, aber das ist eben die Mächtigkeit der Rekonfiguration. Ja? Rekonfiguration und Adaptivität. Ja, und da spielt eben auch das Lernen eine ganz große Rolle. Ja, müssen wir auch nicht schreiben. So, das Lernen. Ja, also maschinelles Lernen. Stichwort auch Reinforcement Learning. Ja, also rückgekoppeltes Lernen, da haben wir auch wieder diese Reward-Funktion, die da reingeht. So, das ist das grundsätzliche Verhaltensmodell, das DATG-Modell, was wir hier zugrunde legen, was also auch die Plattform, die Jam-Plattform unterstützen wird. Auch wenn wir diese Dynamik derzeit nicht benötigen und nicht verwenden müssen oder auch nicht, erstmal nicht verwenden, ist das halt eine enorme Mächtigkeit. Was wir haben, ist unser Aktivitätsübergangsgraph, also mit verschiedenen Aktivitäten. Und hier mal das Beispiel eines Agenten, ein einfacher Umfrageagent, aber mit Unterklassen, Master, Requester und Worker. Nochmal erklärt, eine Umfrage startet auf irgendeinem Knoten, ja, das ist der Erheber. So, dann gibt es von mir aus ja einen Relais-Knoten und es gibt mobile Knoten. Ja, nehmen wir diese hier mal. So, da gibt es ganz viele von. So, das sind hier die Nutzer. Ja, hier sind die Nutzer. So, und der Erheber schickt erstmal einen Master-Agenten, ja, diesen hier, den Master, zu einem Relais-Knoten, der also jetzt von allen erreichbar ist. Ja. Und hier wird dann also der Master-Knoten, dieses M, der Master, oder mal klein geschrieben, dass es mit dem großen mobilen Gerät hier nicht durcheinander kommt. Also der Master-Agent, das kleine M, wird hier platziert. Und der Master-Agent hat eigentlich die Aufgabe, erstmal auf Umfragen zu warten, die dann auch wieder vom Erheber durchaus hier mittels eines Survey-Agenten, also eines Requester-Agenten, ja, eines Survey-Requester-Agenten, also hier schickt er erstmal den M hin, ja, der geht hier rüber, der bleibt hier auch erstmal, dann wird er später einen R-Agenten schicken, der halt eine Umfrage mit sich führt, ja, also Menge Fragen, Q, Q, Q und so weiter, also einen Umfragekatalog mitschickt, der wird hier dann an den Master-Agenten übergeben und der sendet dann wiederum an die mobilen Geräte, jetzt wird es echt langsam unübersichtlich, Worker-Agenten aus. So, das heißt, wir haben ursprünglich einen Master-Agenten, der nutzt Replikation, wenn er eine Umfrage erhalten hat von einem Requester-Agenten. Alles, wie gesagt, die gleiche Oberklasse Survey, um halt dann Worker-Agenten, die nichts anderes zu tun haben, als eine Umfrage auf einem mobilen Gerät durchzuführen und dann die Ergebnisse zurückzuliefern. Ja, das heißt, hier sehen wir verschiedene Aktivitäten. Start ist erstmal Initialisierung. Dann Terminate auf der anderen Seite haben alle gemeinsam. Damit beendet sich der Agent. Also er stirbt dann auch. So, erstmal, wenn ich jetzt hier den Master-Agenten zum Beispiel starte, ja, dann muss der ja erstmal einen Relais-Knoten finden. Also ein Relais-Knoten ist halt eine Agentenplattform, die im Internet gut sichtbar ist. Der Erheber-Knoten hier, also irgendein Rechner in einem privaten Netzwerk, in einem Hausnetzwerk oder was auch immer, muss nicht sichtbar sein. Also im Internet sichtbar sein. Der schickt also seinen Master-Agenten hier hin. Dazu muss er erstmal migrieren. Das heißt, ein Teilziel ist erstmal, finde den richtigen Knoten. M soll R finden, also ein Relais. Ein Worker-Knoten soll hingegen ein mobiles Gerät finden. So, das heißt, er muss aus der aktuellen Liste von verbundenen Knoten welche auswählen, wohin er erstmal geht. Also erstmal Search and Rescue oder Search and Destroy oder Search and Go Back. Ja, also er sucht also erstmal hier, wenn er auf einen Knoten sich befindet, den nächsten angeschlossenen Knoten, dem er noch nicht war. Ja, das ist also in der Migrate-Aktivität vorhanden. Also erstmal einen Knoten auswählen, der verbunden ist aktuell mit dem aktuellen Knoten, wo der Agenten ausgeführt wird. Dann wandert er zu diesem Knoten, also hier hin. Dann muss er eine Perzeption durchführen, sensorische Daten vielleicht schon mal erheben. Hat er das Ziel erreicht? Wenn nein, geht er zurück zu Migrate. Solange, bis er das Ziel erreicht hat. Hier fehlt eigentlich noch was. Wenn er überhaupt kein das Ziel nicht gefunden hat, dann kann er auch terminieren. Also man kann ja noch weitere Übergänge einzeichnen. Ja. So, das ist also dann der erste Teil vom Master Agent. Wenn er den Knoten gefunden hat, ja, dann geht er hier, wenn er Class Requester ist, in die Request-Aktivität über und wartet erstmal. So,
Irgendwann später schickt der Erheber oder irgendjemand anders, kann auch ein anderer Knoten sein, einen Requester-Agenten, wie gesagt, gleiche Oberklasse, Survey. Auch hier wieder Start, Migrate. Der soll jetzt natürlich einen Knoten finden, wo er einen Master-Agenten antrifft. Ja, der muss also einen Master-Agenten suchen. So, wenn er also das Ziel gefunden hat, dann, und er ist Class, das fehlt hier noch, Requester, ne, hier haben wir Requester, das wäre der Master. Sorry, das ist auch noch verkehrt. So, das müsste eigentlich Master heißen hier. Das hier ist ja der Master-Agent. Wenn es die Klasse Requester ist, dann müsste es eigentlich eine weitere geben, die dann im Grunde hier ein Server übergibt. Ja, also der Requester-Agent wäre dann hier in einer weiteren Aktivität zu finden. Übergebe Survey und warte. Ja. So. Also das habe ich hier in dieses Diagramm noch nicht eingezeichnet, die Unterklasse Requester. Der wartet dann hier. In der Zwischenzeit wird der Master-Agent, der in dieser Klasse Request ist, eine Umfrage durchführen. Und entsprechend, wie man hier sieht, Worker-Agenten erzeugen. Die Worker-Agenten wiederum führen diesen Teil hier aus. Also das hier ist der Master-Agent, das hier der Worker. Allen gemeinsam sind die Aktivitäten Migrate, Percept, Deliver. Ne? Also wenn der Worker-Agent hier seine Umfrage durchgeführt hat, geht er hier zurück. Das geht über Go Back. Und man sieht hier halt auch, ne, wenn es keine Frage mehr gibt, dann geht es zur Go Back. Aktivität, die wird so lange ausgeführt, wie man hier sieht, auch in so einer Rückkopplung, bis er im Grunde in seinem Ursprungsort, von dem er losgeschickt wurde, über einen Pfad definiert, ja, angekommen ist. Wenn ja, dann geht er über in die Deliver-Aktivität und liefert seine Werte aus und schließlich terminiert er. So, man sieht, es wird langsam unübersichtlich, aber tatsächlich ist das gar nicht so kompliziert. Was ich hier nochmal zeigen möchte, ist, dass halt verschiedene Unterklassen, also auch verschiedene Teil-ATGs aus diesem ATG abgeleitet werden können. Erstmal hier der Master-Agent. Muss ich mal gucken. Ja, das gehört noch dazu. Der liefert nicht aus. Dann gehört das noch dazu. Das wäre die im Wesentlichen die Aktivitäten, die Master benutzt. So, jetzt versuche ich mal eben in Grün, den Requester einzuzeichnen. Ja. Was haben wir denn hier? Auch der terminiert irgendwann. Der hat noch Deliver. Percept hat er auch noch. Das ist der hier. Gut, er hat auch noch sowas ähnliches wie Request, nur dann als Client. Go Back hat er noch. Genau. Das wäre der Requester. Ja, das wären die Aktivitäten, die der Requester benutzt. Immer ein bisschen abhängig davon, welche Klasse er ist, ob Requester oder Master. Ja. Und schließlich, ja, jetzt wird es richtig schön bunt, ja, haben wir die Worker-Klasse und die hat Start, Terminieren, Deliver, Percept, Migrate, so, dann Survey, muss ich hier nochmal raus, so, wieder hier lang. Jetzt hoffe ich, dass ich geschlossen habe. So, das sind also die Teilmenge der Aktivitäten, die wiederum dann der Worker benutzt. Also auch nicht alle. Ne? So, und da kann man halt aus diesem ATG immer Sub-ATGs, also im Grunde drei waren es jetzt hier schon, erzeugen aus dem eigenen einzelnen Agenten, ja, der einzelnen Agentenklasse, dem ATG, um drei Unterklassen mit unterschiedlichen Teilzielen zu erzeugen. Wichtig ist, das ist ein Multi-Agenten-System, was gemeinsam ein Ziel, nämlich Umfrageerhebung im mobilen Netzen, durchführen soll. Ja. Gut, wieder weg, dieses ganze Gemale. Das ist halt ein Beispiel, man sieht noch nicht ganz vollständig, für einen Aktivitätsübergangsgraphen mit unterschiedlichen Konditionen, wie hier zum Beispiel, wenn der aktuelle Pfad noch nicht, die aktuelle Position noch nicht gefunden wurde, dann ist die Found-Variable, hier haben wir die verschiedenen Variablen, die sind noch gar nicht alle aufgeführt, nicht gesetzt und dann geht er halt wieder auf Migrate zurück. Wenn Found gesetzt ist, dann geht es hier weiter. Wenn Class, die hier halt hier gespeichert wird, Request, das geht es hier hin. Wenn es Worker ist, geht es hier hin und so weiter. So. Ne? Und hier Destination Reached, ne, ist auch eine Variable, wo halt hier vermerkt wird, ob es noch einen weiteren Knoten gibt, der passiert werden muss, um zum ursprünglichen Knoten, wo der Worker-Agent in dem Fall oder der Requester-Agent entsprechend hergekommen ist. Und wenn er den erreicht hat, dann liefert er halt die Daten aus. So, also die Agentenklassen spielen eine ganz große Rolle.
Ja, beschreiben wir das Verhalten eines Agenten mittels dieses ATG und einer Menge von Körpervariablen. Wir haben also das Verhalten, ne, bestimmt die Agentenklasse und bezieht sich auf eben dieses eingeführte ATG-Modell, das eben das Laufzeitverhalten von den Agenten durch Aktionen definiert. Dann die Wahrnehmung, ein Agent interagiert mit seiner Umgebung, in der Datenübertragung unter Verwendung eines einheitlichen Tupelraums zum Beispiel mit einer koordinierten datenbankähnlichen Schnittstelle durchführt. Daten aus der Umgebung beeinflussen das folgende Verhalten und die Aktion eines Agenten und natürlich die Aktion von anderen Agenten. Ja? Ja, also Daten, die an die Umgebung, zum Beispiel diese Datenbank, weitergegeben werden, beeinflussen andere Agenten ebenso. So, dann haben wir Speicher, das sind unsere Körpervariablen, habe ich schon eingeführt. Die sind mobil, ja? Also alles, was wir hier sehen, das hier ist komplett, ja, mal gucken, ob ich wieder rot einstellen kann, das ist komplett mobil. So, das hier mit den mit den Körpervariablen. Tafel zeichnen ist einfacher. Also das hier sind die Körpervariablen, die wir haben. Also einfach Variablen, die der Agent mit sich trägt, die privat sind, die von außen nicht gelesen werden können. Und das hier ist ja unser ATG hier. So, und das macht den Agenten aus. Und das hier ist mobiler Code plus Daten. Also die Daten und der Code sind mobil. Die können von einem Rechner zum nächsten wandern. Ja, und schließlich haben wir dann noch Parameter. Das sind im Grunde auch Körpervariablen, aber das wird wichtig. Parameter sind halt dienen dazu, wenn ein Agent erzeugt wird oder auch ein Kindagent erzeugt wird, das also abgespalten wird vom aktuellen Elternagenten. Dann ist das ja, also beim Forking haben wir eine Kopie. Ja? Und auch wenn ich Agenten von einer Klasse erzeuge, sind die alle erstmal identisch. Außer, dass sie physisch getrennte Prozesse sind. Aber erstmal, sie haben alle die gleichen Daten, das gleiche Verhalten und so weiter. Um sie unterscheidbar zu machen, um zum Beispiel auch unterschiedliche Aufgaben verteilen zu können, kann man Agenten halt parametrisieren. Das sind im Grunde nichts weiter als Körpervariablen, nur dass sie im Grunde wie Funktionsparameter explizit gesetzt werden können und verändert werden können. Ja, also hier mal ganz formal das Modell, die Agentenklasse durch dieses Vierertupel gebildet, die Aktivitäten, die Übergänge, die Aktion und die Körpervariablen und die Parameter. Das macht unseren Agenten hier aus. Und daraus können wir dann Multi-Agentensysteme konstruieren mit verschiedenen Agentenklassen, die jeweils dann durch ein bestimmtes Vierertupel, wobei auch noch Signale hinzukommen, also eigentlich ist es ein Fünfertupel, obwohl wir haben sogar ein Sechsertupel. Nein, ein Siebenertupel, das kommt noch ein bisschen was hinzu. Wir haben noch Signale, also Nachrichten, die ich schicken kann. Da muss es ein gewisses Common Understanding geben. Eine Nachricht von Agent A an B funktioniert nur dann, wenn B weiß, was die Nachricht bedeutet. Also hier noch ein Satz von Signalen mit entsprechenden Signalhändlern. Dann noch einen Satz von Rechenfunktionen, also das sind jetzt keine Aktivitäten, sondern das sind einfach separate Rechenfunktionen, also berechne den Standort Straße aus den GPS-Koordinaten, das wäre eine Funktion. Ja. Und was habe ich noch vergessen? ATF, S, nee, das war es eigentlich, 4, 5, 6, 7, genau, ja, genau, also diese sieben Teile ATF, SH, VP, das macht einen Agenten und eine Agentenklasse aus. Ja. Genau. Grundsätzlich in einer konkreten Situation, nicht spezifisch, sondern konkreten Situation, ist ein Agent, der aus einer Agentenklasse ACI abgeleitet wird, ja, also instanziert wird, an einen Netzwerkknoten, nennen wir ihn mal N, groß N, gebunden. Das kann ein Microchip sein, ein Computer, ein virtueller Simulationsknoten oder was auch immer, der irgendwie einen eindeutigen räumlichen Ort hat, der kann auch virtuell sein. Und da ist Agent erstmal dann gebunden an diesen Knoten. Er kann ihn verlassen. Ja? Da wird er also verarbeitet. Jetzt haben wir eine Menge von verschiedenen Knoten, N1, N2, also eben wie eben in der Erhebung gezeigt, die verschiedenen mobilen Geräte, der Relaisknoten, dann der Rechner, wo der Erheber drauf läuft und so weiter. Die sind irgendwie in einem maschenartigen Netzwerk, was nicht die physische Kommunikationsstruktur darstellen muss. Ja, Internet ist ein Beispiel. Ja, unsere Internetverbindungen sind virtuell. Also logisch, besser gesagt, nicht virtuell, sondern logisch. Das heißt, die Netzwerkstruktur, wie Rechner verbunden sind, die ist eher logisch. Die physische Struktur, da muss man erstmal richtig reingucken und die kann sich auch ändern. Ja, wie tatsächlich die Datenpakete dann vermittelt werden. Also wir haben ein maschenartiges Netzwerk aus diesen Agentenplattformen, ja,
mit Nachbarverbindung, zum Beispiel vier in einem zweidimensionalen Gitter. Und jeder Knoten ist halt in der Lage, eine Anzahl von Agenten zu verarbeiten, die zu einer bestimmten Agentenverklasse ACI gehören, in der Regel alle Agentenklassen. Und er stützt mindestens eine Teilmenge aller möglichen Agentenklassen. In der Regel alle. Also JAM unterstützt alle, hat da kein Subclassing. Also ist nicht so, dass es nur ein Teil von Agenten unterstützen könnte. Im Grunde kann jeder Agent auf JAM ausgeführt werden. So, und ein Agent, zumindest sein Zustand, kann zu einem Nachbarknoten migrieren, wo er weiter ausgeführt wird. Die Tupelräume stellen eine ganz wichtige Möglichkeit dar, um relativ lose gekoppelt Daten zwischen Agenten auszutauschen. Ein Tupelraum ist nichts anderes als ein assoziierter geteilter Speicher, also assoziiertes Shared Memory Modell. Wobei es dann noch Synchronisation gibt. Und die gemeinsam genutzten Daten sind also Objekte mit einer Reihe von, die mit einer Reihe von Operationen ja, manipuliert und betrachtet werden können. Das ist also Operationen definieren den Zugriff auf die Datenobjekte. Tupel sind in Räumen organisiert, das nennen sie auch Tupelraum, die als abstrakte Berechnungsumgebung betrachtet werden können. Und ein Tupelraum verbindet verschiedene Programme, die verteilt werden können oder verteilt sind, wenn der Tupelspace oder zumindest sein operativer Zugriff verteilt ist. Andersrum ausgedrückt, könnte man auch sagen, mobile Agenten sind Tupelverteiler. Komme ich später nochmal drauf. Ja, und wenn auch noch das Mobilfunkgerät, also das Smartphone, mobil ist, dann sind Agenten, die auf einem Smartphone ausgeführt werden, auch mobil durch die physische Ortsveränderung. Ja. Und durch neue Konnektivität, könnten sie als Tupelverteiler fungieren. So, das Tupelraum-Organisations- und Zugangsmodell bietet sogenannte generative Kommunikation. Das heißt, ein Agent kann Daten in die Datenbank einstellen und die Daten können länger existieren als der Agent selber. Ne? Agent hat immer eine bestimmte Lebenszeit, die wird auch nicht allzu lang sein. Und wenn der Agent terminiert ist, können trotzdem noch seine Datenobjekte existieren. Also er hat dann die Nachwelt überlassen. Das kann gut oder schlecht sein. Das nennt man aber generative Kommunikation. Ne? Normalerweise, wenn man sich als Mensch von Mensch zu Mensch unterhält, also physisch unterhält, durch Präsenz, dann ist es so, dass die Kommunikation nicht generativ ist. Wenn ich meinen Satz gesprochen habe und ich bin zu Ende, er ist zu Ende, ist zu Ende. Wenn ich es aufzeichne, ist was anderes. Ja? Also das wäre Punkt zu nicht generative Kommunikation. Das Aufzeichnen wie der Veranstaltung ist generativ. So, ein bekanntes Tupelraum-Organisations- und Koordinationsparadigma ist Linda. Ne, sieht schon relativ alt, von 1985. Hier mal gezeigt. Also der Tupelraum ist eine Datenbank. Und verschiedene Agenten können jetzt Tupel sind nichts anderes als Wertelisten. Ja? Hier mal zweistellige Tupel mit einem String und mit einer Zahl. Und ein Agent stellt ein Tupel ein anderer Agent, also mit der Out-Operation, ein anderer holt sie durch die In-Operation wieder raus. Ja? Und mit bestimmten Mustern. Es gibt also Tupel und Muster. Das hier ist ein Muster, weil hier noch sogenannte formale Parameter drin sind, also die noch keinen Wert haben. Aber der String ist hier gleich. Das heißt, in einem Tupelraum mit den Out-In-Operationspaaren, da werden im Grunde passende Tupel für so ein Suchmuster gesucht. Das ist im Grunde eine Suchmaschine. Ja? Das heißt, alle Tupel, die als erstes Element Pi haben, als String, und ein zweites Element besitzen, von mir aus vom Datentyp Zahl, ja, die passen und die werden hier rausgeholt. Das heißt, der stellt es ein, das muss man natürlich zuerst tun, der wartet darauf, dass es so ein passendes Tupel gibt und der holt es dann wieder raus. Es gibt dann noch andere Operationen wie Read. Die In-Operation entfernt ein Tupel wieder aus dem Tupelraum, wohingegen die Read-Operation nur eine Kopie liest. Ja? So. Ja, und so weiter. Hier steht noch Eval als eine mögliche Operation. Da steckt die Idee hinter, dass eben dieser Tupelraum auch als verteiltes Berechnungsmedium genutzt wird. Das heißt, einer möchte eine Berechnung ausgeführt haben und ein anderer führt sie aus. Das geht über Eval. Brauchen wir jetzt nicht. Wichtig ist für uns nur Out. Ja, also das Einstellen dieses Tupels hier in den Tupelraum und das Rausholen in und das Lesen. Ja, eine Kopie ist auch, ich könnte auch hier ein Read machen. Pi, Fragezeichen, kann auch eine andere Variable sein, Y. Ja, dann wird da hinterher am Ende, solange es dieses Tupel noch gibt, also solange der hier noch nicht rausgeholt wurde, gibt es halt Y gleich 3.14 und so weiter. Ja. Aber es bleibt erhalten. Das heißt, Read kann ich mehrfach durchführen. In ist eine atomare Operation, die maximal ein Tupel herausholt. Oder keines. Wenn es keines ist, dann warten die Agenten, bis ein Tupel gefunden wird. Da haben wir nämlich auch dann die Synchronisation. Das ist ganz wichtige Methodik.
Also die Tupelräume sind ganz einfache Datenbanken, um halt Werte, also diese Tupel austauschen zu können zwischen einzelnen Agenten. Das ist hier nochmal gezeigt. Hier der Klassiker halt, der eine Agent stellt über Out, ohne dass er den anderen Agenten kennt, stellt über Out hier halt ein Tupel ein und der andere Agent kann über Input nur über das passende Muster, über die passende Mustersuche dieses Tupel wieder rausholen. Diese beiden Agenten haben keinen direkten Kontakt. Ne? Die kennen sich auch nicht notwendigerweise. Natürlich muss es ein Common Understanding darüber geben, was die Tupel bedeuten und da kann es natürlich auch diverse Fehler geben, wenn es da Falschinterpretationen gibt. Das ist also auch nicht das Allheilmittel, aber es ist eine relativ lose gekoppelte, lose Kopplung, ne? Der Agenten untereinander, wenn sie über den Tupelraum Daten austauschen wollen. Weiterhin, der Agent kann die Daten einstellen, kann verschwinden, zum Beispiel an einen Knoten gehen und später, wenn er zum Beispiel auf dieses mobile Gerät, auf das Smartphone, ein weiterer Agent kommt, kann diese Daten dann auslesen. Das ist eben diese generative Kommunikation. Das sieht halt anders aus. Hier, wenn man Signale, also direkt gerichtete Nachrichten verwendet, das geht nur, wenn Agent 1 auch Agent 2 kennt. Ja? Woher auch immer. Also, weil das zum Beispiel ein Kindagent von dem ist. Dann kennen die sich durch Eltern-Kind-Beziehung. Das ist also die starke Kopplung oder stärkere Kopplung. Und hier die dritte Möglichkeit, dass mobile Agenten ja auch Tupelraumverteiler sind. Es ist derzeit so auf der Jam-Plattform auch, dass der Tupelraum an den Knoten gebunden ist. Das heißt, ein Agent kann über den Tupelraum nur dann kommunizieren, wenn er sich auf einem Agenten Ausführungsknoten, also auf der Plattform, auf dem Plattformknoten befindet. Ja, jetzt haben wir hier zwei Geräte, also hier ist Smartphone 1, ja, hier haben wir das eine Gerät und hier das zweite Gerät, hier weiß ich was, Bremen und hier Hamburg. Ja, so, dann haben wir jetzt hier das Internet zwischen, IN, ja, so, und das heißt, der eine Agent stellt hier was ein. Und zweiter von mir aus liest es aus, könnte auch das gleiche sein. Dann wandert er auf den neuen Knoten nach Hamburg und stellt dort das Tupel ein. Das heißt, das Tupel ist mobil geworden durch einen mobilen Agenten. Das ist im Grunde die dritte Möglichkeit. Also Signale innerhalb eines Knotens, das ist hier also eine Plattform, ja, ein Gerät, eine Plattform. Oder auf mehreren Knoten durch Agentenmobilität kann ich über Tupelräume Daten austauschen zwischen Agenten. Ja. Und zum Beispiel, diese Agenten haben sich nie gesehen. Ja? Die haben sich zumindest hier schon mal, Agent 1 und Agent 2 haben sich schon mal auf der gleichen Plattform getroffen. Agent 1 und Agent 3 müssen sich niemals auf der gleichen Plattform begegnet sein. Damit kann man auch sehr groß weitreichige Kommunikation ermöglichen. Also, die Daten sind mit Tupeln organisiert. Ein Tupel ist nichts anderes als eine lose gekoppelte Verbindung einer beliebigen Anzahl von Werten, beliebigen Arts und Typs. Also, es können Zahlen, Zeichenketten, komplexere Objekte, Arrays und so weiter verknüpft werden. Also, ein Tupel ist ein Wert und sobald es in einem Tupelraum gespeichert ist, ist es persistent. Also, es existiert dort, bleibt dann auch dort erstmal. Tupeltypen ähneln den Datenstrukturtypen. Die sind jedoch dynamisch und können zur Laufzeit ohne statische Beschränkung erstellt werden. Und auf die Elemente von Tupeln kann eben nicht direkt zugegriffen werden. Sie werden in Jam dann als Arrays repräsentiert, da stimmt das nicht ganz, aber klassisch in der funktionalen Programmierung, da kommt Tupel her, muss man im Grunde durch Musterzerlegung an die einzelnen Elemente herangehen. Ein Tupel mit N-Feldern heißt dann n-stellig und wird in der Notation hier mit Spitzenklammern V1, V2 und so weiter bis Vn dann entsprechend, das kann man nochmal zuschreiben, Vn, dargestellt. Es gibt eine Reihe eben von Operationen, die von Prozessen, also von Agenten angewendet werden können, um auf diese Tupelräume zuzugreifen. Eine Reihe reiner Datenzugriffsoperationen, die Tupel als passive Datenobjekte behandeln und Operationen, die Tupel als eine Art von aktiven Rechenobjekten behandeln. Das heißt, die zu berechnenden Daten müssen erst noch berechnet werden, ja, die Ergebnisse. Das ist im Grunde nichts anderes als eine Remote Procedure Call Semantik. Nur als kleines Hinweis. Die wichtigste Operation, wir beschäftigen uns hier nur mit den reinen Datenzugriffsoperationen, die aktiven Tupel, also die passiven Tupel betrachten wir hier, die aktiven Tupel betrachten wir jetzt erstmal nicht. Noch für das mobile Crowdsensing jetzt erstmal nicht wichtig. Die Out-Funktion, die halt ein Tupel einstellt, oder das ist einfach nur keine Funktion, sondern eine Prozedur. Ja, das heißt, es können auch mehrere Kopien desselben Tupelwerts mit den gleichen Tupelwerten existieren. Ne? Also ich kann auch mehrere Tupel haben, also weiß ich was.
S1 100, S1 100. Ein Tupel kann mehrfach existieren. Ja. Die sind da nicht mehr unterscheidbar. Ja, also wenn, es gibt da keine Reihenfolge oder kein Zeitstempeln und so weiter. Dann gibt es die Input-Operation, die entfernt anhand eines Musters, also im Grunde ein Tupel, aber mit formalen Parametern. Eben hatte ich ja hier als Beispiel die Tag-Zeichenkette S1 und dann den Wert 100. Das wäre ein Tupel. Und ein Pattern wäre dann auch wieder ein Tupel, aber mit einem formalen Parameter hier einfach ein Fragezeichen eingetragen. Ja? So. Das muss nicht immer der zweite Element sein, es kann auch das erste sein, kann auch alle sein, also auch ein zusätzliches Tupel. Suchmuster ist Fragezeichen, Fragezeichen. Aber damit werden nur zweistellige Tupel gefunden, keine drei- und keine vierstelligen Tupel. So, imp entfernt das Tupel dann auch, ja, also holt es auch wirklich dann raus, wenn es passend gefunden wurde und weist es dem Pattern zu und ersetzt halt die formalen Parameter mit den konkreten Werten, mit aktuellen Parameterwerten. Wenn kein Tupel gefunden werden kann, dann führt es zu einer Blockierung des Prozesses, also des Agenten. Der wartet dann, bis ein Tupel gefunden wurde. Gegebenenfalls gibt er noch die Try-Funktion mit einem Timeout, also warte eine Sekunde. Wenn nicht, dann war es eben erfolglos. Read wird ein Tupel aus dem Tupelraum lesen. Wenn es also ein passendes Tupel gibt, wird eine Kopie zurückgeliefert. Wenn nicht, blockiert auch diese Funktion wieder. Ja, also wartend, dass die Synchronisation warte, bis es ein Tupel gibt, bis ein anderer Agent dieses Tupel einstellt. Wir sehen halt hier in der JavaScript-Formulierung oder in der JavaScript-Typsignatur dieser Funktion, dass es noch weitere Parameter gibt. Es gibt eine Callback-Funktion. Es kann ja sein, dass dann die Agenten blockiert werden und warten müssen, dass also diese Funktion nicht zurückgeben kann. Dann passiert erstmal gar nichts. Und wenn dann ein passendes Tupel gefunden wurde, wird halt eine Callback-Funktion aufgerufen. Und diese enthält dann entweder das Tupel oder, wenn wir den dritten Parameter setzen, der auch bei der Read-Funktion existiert, der All-Parameter, wenn der auf True gesetzt wird, dann werden alle passenden Tupel entfernt. Ich hatte ja eben gezeigt, dass ein Tupel kann mehrfach existieren und es kann auch zum Beispiel mehrere Tupels geben mit S1 als Textzeichenkette bei unterschiedlichen Werten. Und wenn All gesetzt wird, alles konsumiert oder bei Read alles in Kopie zurückgegeben, was aktuell im Tupelraum mit diesem passenden Muster gefunden werden kann. Dann haben wir also ein Array aus Tupeln. Ja. So, hier sind noch ein paar Beispiele gezeigt. Hier wieder der klassische Sensor, hier dreistellige Tupel, hier mit einer Callback-Funktion. Ja, das heißt, hier wird nach diesem Muster gesucht. Hier ist der dritte Parameter ein formaler Parameter, also das Fragezeichen im Grunde bedeutet hier dieser Unterstrich. Und hier, wenn die Funktion aufgerufen wird, dann wird entsprechend in T das Tupel sein, was gefunden wurde, also zum Beispiel dieses. Es gibt keine Gewährleistung, dass das zuerst eingestellte Tupel rauskommt. Es gibt keine Reihenfolgen. Also es könnte hier für T von 2, das ist jetzt also der Zugriff auf das indizierte zweite, also in dem Fall dritte Element. In JavaScript werden Arrays beginnen von 0, 1, 2 indiziert. Das heißt, T von 2 würde mir dann die 100 oder die 121 liefern. So. Ja, und hier kann ich noch weitere Funktionen anwenden. Ja. Auch diesen Wert kann ich dann entsprechend aufnehmen. Hier habe ich halt zwei formale Parameter. Hier werden nur Kopien erstellt. Und wie gesagt, diese Funktion bleibt erstmal stehen, wenn es kein passendes Tupel gibt. Dann gibt es noch die Try-Funktion, Try-Input, Try-Read. Und zwar in zwei verschiedenen Varianten. Einmal, also hier als erstes wird dann ein Timeout angegeben, wenn der 0 ist. Das ist eine nicht blockierende Version von Input und Read. Wenn also kein passendes Tupel gefunden wird, wird die Operation ergebnislos terminiert. Ist der Timeout größer 0, ja, dann ist es so, dass eine bestimmte Zeit lang gewartet wird, in Millisekunden, ja, 1000 Millisekunden, 5000 Millisekunden, und entweder wird bis dahin ein Tupel gefunden, dann wird die Callback-Funktion aufgerufen, oder es wird nicht gefunden, dann wird auch die Callback-Funktion aufgerufen, aber mit einem Null-Argument, das heißt, es wurde nichts gefunden. Die Verwendung von zeitlich unbegrenzt blockierenden Operationen kann unter Betrachtung der Lebendigkeit von Agenten und Multiagentensystemen nachteilig sein. Daher sollte immer eine zeitliche Begrenzung und anschließende Abfrage des Operationsstatus erfolgen. Es wird noch bestimmte Constraints geben. Agenten haben auch nur eine endliche Lebenszeit auf der Plattform. Und insofern kann es dann passieren, wenn sie zu lange warten, dass sie dann von der Plattform entfernt werden. Da gibt es Tests noch. Da wird einfach nur gefragt, gibt es ein Tupel, was auf dieses Muster passt? Oder mehrere.
Da gibt es Test and Set, das ist eine atomare Funktion. Normalerweise, wenn ich ein Tupel verändern will, muss ich ja erst einen Input machen und dann einen Out machen. Das Problem ist bloß, was ist, wenn der eine Agent Input macht und das Tupel gab es nur einmal, dann ist das Tupel raus und dann will ein zweiter Agent dieses Tupel lesen und es ist gerade nicht da, weil es aktualisiert werden soll. Dann würde der da blockieren, okay. Oder wenn er ein Timeout gesetzt hat oder sogar sofort zurückkehren will oder auch zum Beispiel einen Test durchführt, der nicht blockierend ist, dann wäre der Test negativ. Das ist blöd. Deswegen Test and Set, das verhindert das. Das ist ein atomares Testen auf einen Tupel mit einem Muster. Wenn es gefunden wurde, wird eine Callback-Funktion aufgerufen. Die kann dieses Tupel verändern. Dann wird sofort wieder eingestellt. Das ist also eine atomare Operation. Ja, und schließlich gibt es noch Remove, Entfernung eines oder aller passenden Tupel. Ja, also im Grunde Input ohne Rückgabe der Tupel. Eben schon gesagt, wenn diese Funktion, diese Operation mit unbegrenzter Wartezeit verwendet werden, kann das eben dazu führen, dass wenn ein Tupel niemals eingestellt wird, weil zum Beispiel der Produzent dieses Tupels gestorben ist, verloren gegangen ist oder sich da anders entschieden hat, dann würde dieser Agent, der jetzt auf ein Tupel wartet, unendlich lange warten und dann gegebenenfalls irgendwann von der Plattform entfernt werden und weggewischt werden, weil er seine Lebenszeit überschritten hat. Ja, auf der anderen Seite haben wir das gleiche Problem auch mit den Tupeln. Die Tupel haben ja keine Lebenszeit, die sind ja persistent. Die werden eingestellt in den Tupelraum und dann bleiben die dafür immer und ewig, bis sie rausgeholt werden. Was ist, wenn der Konsument, der also Input ausführt, das Tupel nicht abholt? Deswegen sollten man stattdessen Markierungen benutzen. Markierungen sind Tupel mit einem weiteren Attribut oder einem weiteren Element, nämlich der Lebensdauer in Millisekunden zum Beispiel. Das heißt, wenn innerhalb einer bestimmten Zeit dieses Tupel nicht konsumiert wurde, wird es vom Tupelraum-Server, also vom Datenbank-Server entfernt. Über ein Garbage Collecting. So. Also Mark ist sowas wie die Out-Operation dann, nur mit einem zusätzlichen Timeout. Das war's. Tatsächlich wird auf allen nicht für Testzwecken benutzten Agentenplattformen jedes Tupel eine endliche Lebenszeit haben. Das große Problem ist, diesen Wert festzulegen. Also es wird eine Obergrenze geben. Sagen wir mal 2 Tage. Ja? Das kann trotzdem schon dazu führen, dass der Tupelraum immer weiter anwächst, weil immer mehr Tupel eingestellt werden, die nicht abgeholt werden. Das entbindet also nicht der Erzeugung von Markierung, aber tatsächlich sind auf allen öffentlich zugänglichen Agentenplattformen, die wir hier verwenden, alle Tupel Markierung. Nur dann seitens der Plattform und die gibt eine Obergrenze vor. Die kann auch sehr hart sein. Sagen wir, nach 30 Sekunden wird ein Tupel entfernt. Ja? Da müssen Agenten gegebenenfalls auch Rechnung tragen, dass ein Tupel, was sie eingestellt haben, von dem sie der Meinung sind, es ist persistent, doch nicht so persistent ist. Müssen sie also sicherstellen, dass das aktualisiert wird. Dann gibt es noch die Alt-Operation. Was ist, wenn ich verschiedene Tupel wechselweise auslesen möchte, also auswählen möchte? Ja, also ich habe im Grunde hier zum Beispiel bei der Umfrage den Master-Agenten und der wartet einerseits auf neue Umfragen. Das wäre also auch ein Tupel, die kommunizieren über Tupelräume. Ja, also wir haben also hier Request. Dann kommt hier, weiß ich was, Survey. Ja. Aber wir haben auch Reply. Ja, so ein ganz anderer mit Results. So, der Worker liefert ja dann entsprechend, oder der Worker liefert entsprechend dann Ergebnisse von Umfragen zurück über Reply. Und jetzt haben wir das Problem, dass ein Agent auf verschiedenen Tupeln warten muss. Wenn er aber eine Input-Operation aufruft, blockiert die, wenn das Tupel noch nicht da ist. Was ist, wenn jetzt in der Zwischenzeit ein anderes Tupel, also statt Request ist jetzt Reply eingetroffen? Ja, was ist dann? Ich kann natürlich ein universelles Muster machen. Ja, sowas hier, also ein universelles Muster. Das ist aber zu generisch, vor allem wenn das entfernt ist, habe ich auf einmal einen riesen Sack von Tupeln, die ich gar nicht haben wollte, weil es noch andere zweistellige gibt. Und das Problem ist, mal angenommen, Survey ist dreistellig. Weiß ich was, hier gibt es noch eine ID. So, also ein dreistelliges Tupel. Die kann ich nicht über so ein Universalmuster abfragen. Deswegen eine Alternierungsoperation, die mehrere Tupel, also mehrere Muster abfragen kann. Es wird zur gleichen Zeit immer nur eins rausgeholt. Ja, also alt ist wie Input konsumierend. Aber ich kann auf mehreren lauschen und mit mehreren Mustern lauschen. Das ist die Alt-Funktion, nur die Alt-Operation. Hier nochmal als Beispiel gezeigt. Hier habe ich 2 Agenten in der Aktivität per Set und hier in der Aktivität Prozess. Hier, nein, ich muss genau umgekehrt sein. Das ist halt der Produzent, das wäre eher Process und das hier eher Percept. Aber anyway, der eine stellt halt ein Tupel ein und der andere testet.
Ja. Dann stellt er Markierungen ein für bestimmte Sensorwerte, zum Beispiel Uhrzeit, GPS-Daten und so weiter, und der holt sie sich raus. So. Das also Tupelräume werden für klassische Produzenten-Konsumenten-Kommunikation verwendet. So, jetzt ganz wichtig, das zeitliche Verhalten. Wir haben hier zwei Agenten, Agent 1. Ja. Jetzt gibt es eine Aufgabe an euch. Überlegt mal, was könnte alles möglicherweise falsch laufen bei diesem Produzenten-Konsumentensystem, wenn man mal die Zeitachse aufträgt. Ja? Also hier habe ich die Zeitachse T und einem bestimmten Zeitbereich wird AG1 arbeiten, einem bestimmten Zeitbereich wird AG2, also diesen Teil hier ausführen. Ja? Um diesen Teil geht es ja jeweils. Wie müsste der Agentencode geändert werden, um Laufzeitzähler zu vermeiden? Das ist also schon fast die Antwort auf diese Frage. Was kann eben schieflaufen bei zur Laufzeit? Ne? Also wenn hier diese beiden Intervalle, wo die jeweils die Percept- und Process-Aktivität ausführen, das ist ja nicht festgelegt, wann das stattfindet. Überlegt mal, was kann alles passieren, was kann schiefgehen und wie müsste ich den Agentencode mit unseren gängigen Tupelraum-Operationen verändern, damit es keine sogenannten Race Conditions gibt. Also hier ist die Frage nach Wettrennen, Race Conditions. Ja. Ja, und schließlich, neben den Tupelräumen haben wir noch die Signale. Tupelraumkommunikation ist ja anonym und generativ, eignet sich also für die Kommunikation von losgekoppelten Ensembles. Aber neben dieser losgekoppelten oder neben diesen losgekoppelten Koppeln gibt es eben zum Beispiel durch Replikation von Kindergartengruppen mit starker Kopplung und auch eine Kenntnis der Identitäten. Und der Elternagent erfährt natürlich die Identität eines Kindagenten beim Forking, also beim Abspalten einer Kopie von ihm. Und der Kindagent kann wiederum die Identität des Elternagenten durch die Operation My Parent erfahren. Dazu sind dann besser Signale geeignet, um also privater zu Tupelraumkommunikation ist public. Ja, alle Agenten können daran teilnehmen. Signale sind gerichtet an bestimmte Agenten oder finden zwischen Agenten statt. Ja. Also Signale sind zielgerichtete Nachrichten mit identifizierbarem Absender und Empfänger. Es gibt allerdings auch Multi- und Broadcast-Nachrichten. Das heißt, das ist eher so eine private Kommunikation. Ja, und ein Signal kann eben mittels der Signalfunktion entsprechend ausgelöst werden. Durch die Send-Funktion gesendet werden. Also ein Signal selber ist erstmal irgendwie ein Identifier, irgendwie ein symbolischer Name, der gegebenenfalls noch ein Argument trägt, also die Dateninhalt. Ja. Signal könnte zum Beispiel sein, weiß ich was, Nutzer ist unaufmerksam, Survey Failure, oder ein I'm alive, ja, also der Worker-Agent entsendet dem aussendenden Master-Agenten, der den Worker ausgesendet hat, immer mal von Zeit zu Zeit ein Alive-Signal. Ich lebe noch, ich bin noch bei der Umfrage, keine Sorge, weil sonst müsste zum Beispiel der Master irgendwann den Worker-Agent nochmal erzeugen, damit er nochmal wieder dahin geht zu dem mobilen Gerät und eine Umfrage durchführt. Also der kriegt Live-Nachrichten. Oder wenn was schiefgegangen ist, gibt es eine Error-Nachricht und weiter. Und da können eben noch Argumente dran sein, also irgendwelche Textzeichenketten, die noch eine Erklärung liefern. Und das ist optional. Also es gibt die Send-Funktion, die muss an einen bestimmten Agenten gerichtet sein. Das ist die Target-ID. Dann das Signal selber, ein String oder auch eine Zahl und gegebenenfalls ein optionales Argument. Ja, und dann muss natürlich auf der anderen Seite der empfangende Agent ein Signalhändler haben. Das ist dann in seinem im Grunde in seinem Verhaltenscode die On-Section. Da werde ich nochmal näher drauf eingehen später. Das heißt, er muss für das Signal, also für diesen Namen, zum Beispiel I'm Alive, einen Signalhändler einrichten. Und immer dann, wenn ein Signal für ihn eintrifft, wird diese Signalhändlerfunktion aufgerufen mit dem Argument, was gegebenenfalls übergeben wurde und von wem es gekommen ist. Also auch wieder die ID. Somit kann er auch wieder ein Signal zurückschicken. Hier ist nochmal gezeigt, ein Agent, ja, der sendet ein Signal an seinen Kindagenten, das hier erzeugt wurde über Fork. Und hier haben wir den Konsumenten. Hier haben wir halt in der This-On-Section Alarm, ja, also für das Signal Alarm. Und dann kriegt er halt noch ein Argument, das hier noch diese Zahl. Das heißt, wenn der das sendet, geht das hier hin. Und die 100 wäre dann hier drin. Und wenn der hier heißt XA57 und das hier ist Z05B, dann wird in From drin stehen XA57 und hier wird drin stehen, das hier ist dann das Z05B als Identifier. Die werden automatisch vergeben, da haben wir nichts mit zu tun. Ja, das ist das Grundprinzip der Kommunikation. Schließlich noch
Abschließend, da bin ich auch am Ende meines ersten Teils, um einen Überblick zu geben, wie hier halt programmatisch diese mobilen Agenten zum agentenbasierten Berechnen verwendet werden. Und sie heißen mobil, also sollten sie auch mobil sein. Das heißt, ein Agent in Ausführung wird durch einen Prozess repräsentiert und der Prozesszustand setzt sich zusammen aus Körpervariablen, also aktuellen Datenzustandsvariablen, also Variable X, Y und Z. Survey, ne, wenn es ein Requester-Agent ist, trägt er halt in irgendeiner Tabelle seinen Survey mit sich. Dann die nächste Aktivität und sogenannte Mikro-Scheduling-Blöcke, die sind jetzt hier nicht wichtig. Signale, Nachrichten und ja, der Pfad im Netzwerk, Plattform, auf denen der Agent bereits ausgeführt wurde. Und das Verhalten, der eigentliche ATG. Ja? So, also hier, das wäre der Trace, ja? Das ist eine Spur. Ist für uns auch nicht so wichtig. Wichtig ist für uns die Körpervariable, die nächste Aktivität, gegebenenfalls Signale, Nachrichten und das Verhalten, also der ATG. So, mobile Agenten bedeuten mobile Prozesse. Das heißt, bei der Migration muss ein Agentenprozess in einen Prozessschnappschuss, also ein Container, eingefroren und serialisiert werden. Also wird wieder ein Text umgewandelt. Also aus Code wird Text. Ja. Der Schnappschuss in textueller Form, also in, zum Beispiel im JSON-Object-Notation-Format, wird von einer Plattform zu einer anderen übertragen, über eine Internetverbindung oder was auch immer. Und der Prozessschnappschuss wird dann wieder deserialisiert, also Text in Code umgewandelt und dazu gehören auch Daten. Code. Daten, muss ich auch hier nochmal zuschreiben. Daten. Code, was eben diesen Prozess ausgemacht hat. Ja. Das wird halt hier wieder in Text, von Text in da Code und Daten umgewandelt. Und wieder in einen Prozess. Ja. Daraus wird also wieder ein Prozess, ein auszuführender Prozess. So, ist einfach mal hier eben gezeigt. Mal gucken, ob ich das eben. So, hier sieht man das. Hier arbeiten Agenten, die werden als Nachrichten verschickt, dann werden sie wieder ausgepackt, in Code und Daten umgesetzt, hier arbeiten sie weiter. Jetzt geht das hier über das Netzwerk, hier zu einem weiteren Rechner, der Text wird wieder in Code umgesetzt und Daten und so weiter, es geht immer so weiter. Ja, hier findet jetzt noch ein Subclassing statt, also der Code wird ein bisschen reduziert, dann wird das weitergeschickt, in Nachrichten wieder umgepackt und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, also ein ständiges Textcode-Daten transformieren und übertragen und immer wieder hin und herstellen. Inklusive der Möglichkeit, dass eben auch dann entsprechend die Agenten sich rekonfigurieren können und nur Teile, beim Forking zum Beispiel auch Teile erzeugt werden können, die dann durch das Netzwerk entsprechend wandern. Ja, gut, damit bin ich jetzt erstmal. Ah nein, einen Teil habe ich noch zu mobilen Agenten. Wie kommen sie jetzt eigentlich von A nach B? Eine Agentenplattform repräsentiert einen physikalischen Knoten in einem virtuellen Netzwerkgrafen, hatte ich ja schon erklärt. Ne? Die Plattformen werden sich untereinander vernetzen. Das repräsentiert aber nicht die physikalische Verbindungsnetzwerkstruktur, also irgendwelche Drähte oder Funkwellen. Also es gibt virtuelle und physische oder physikalische Kommunikationsverbindungen zwischen den Netzwerkknoten. Beispiel ist halt das Internetprotokoll IP, UDP, HTTP. Und wir machen alles im Webbrowser, das heißt, da nutzen wir nur HTTP. Jede Plattform hat ein, also null, mindestens ein und mehrere Ports. Die verbinden halt Links, also zwischen Plattformen. So, also wir haben hier eine Plattform, Agentenplattform. Dann haben wir eine weitere Agentenplattform. Und die haben halt diese Ports, da mache ich nur mal einen Punkt dran. Und die verbinden halt, die stellen halt so einen Link her. Das ist der Link. Und das ist der Port 1, Port 2, also der Hafen. Ja, so ist es auch zu verstehen. Ein Agent kann nun auf einen anderen Knoten migrieren, eben mit diesem Prinzip, was ich Ihnen gezeigt habe, diesem Text-Code-Daten-Dualismus, indem er die Move-to-Operation ausführt innerhalb einer Aktivität. Dabei muss der Agent als Argument das Ziel angeben. Und das Ziel kann sein ein Knotenname. Also der hier heißt XU1, der heißt YNA. Ja, so. XU1, YNA, dann gibt er also als Ziel an Dear Node. Das ist programmatisch, gehört dann zu Jam dazu. Und dann den Knotennamen, also würde Dear Node und dann YNA angeben. Oder auch eine IP-Adresse, die ihr kennt, dann über DIP und dann die URL, also weiß ich was, HTTP, Doppelpunkt, slash, agi-0.de und so weiter. Oder bei gerichteten Verbindungen die Richtung. Ja, also wenn wir das Ganze, das verwenden wir jetzt hier nicht, in Maschengitternetzwerke angehen, brauche ich keine IP und keine Knotennamen, kann ich sagen, geh nach Norden, geh nach Süden, geh nach Westen, geh nach Osten. Ne? Also wenn wir hier so ein klassisches Netzwerk haben. So. Dann habe ich hier halt entsprechend meine Himmelsrichtung Nord, Süd, West, Osten. Und wenn ich hier bin und nach da gehen will, dann brauche ich nur sagen, geh nach Osten. Fertig. Das war's. Ja, und das sieht dann so aus. Ich kann herausfinden, zum Beispiel, wenn wir das IP-Protokoll benutzen, welche Knoten sind eigentlich gerade aktuell in meinen
meine Plattform angekoppelt. Das kriege ich über die Link-Operation oder Funktion. Hier mit dir IP und das hier ist ein Platzhalter, das ist ein Suchmuster. Prozent gibt dann die, also als Textzeichenkette Prozent gibt dann halt alle Knoten zurück, die aktuell hier angekoppelt sind, zu der eine Verbindung besteht, ein Link besteht. Ja, und wenn das halt eine Liste oder ein Array und wenn das Array eine Länge hat, also mindestens ein Element drin ist, dann wähle ich zufällig einen aus und zu dem gehe ich dann hin. Ja, so, jetzt bin ich aber tatsächlich am Ende. Wir haben also gesehen, wir arbeiten hier mit zustandsbasierten reaktiven Agenten. Im Kurs mobiles Crowdsensing sind sie nur Handwerkzeug. Alles, auch dieses ganz Programmatische, ist verdeckt durch Applikationsprogramme und durch eine Crowdsensing-App, durch ein Jam-Labor, vielleicht dann, wo die Erhebungen gestartet werden. Da ist also alles verborgen im Kurs Multi-Agenten-Systeme. Der benutzt diese Plattform, um auch tatsächlich experimentell Multi-Agenten-Systeme zu programmieren, fürs mobile Crowdsensing, aber auch für andere Anwendungen. Um verteilt irgendwie komplexe Berechnungen durchzuführen oder was auch immer. Und ja, diese Mobilität von Agent spielt eine ganz große Rolle. Beispiel Corona-App, da könnte dann auch noch der Agent das Smartphone verlassen, also auf das Gerät eines anderen Nutzers migrieren. Das machen wir genau hier im mobilen Crowdsensing. Diese Plattform, das werde ich jetzt im zweiten Teil zeigen, kann eben auch in jede Webpage eingebettet werden, da sie in JavaScript programmiert ist, also diese Jam-Plattform. Das heißt, ein Agent kann in einer Webpage ausgeführt werden und dann in eine andere Webpage auf einem anderen Rechner, in einem anderen Browser migrieren und da weiter ausgeführt werden. So, das alles hier mit ganz einfachen Operationen, Move to Link. Dann können die Agenten kommunizieren über Tupelräume. Das ist also auch sehr, sehr einfach, anonymisiert und auch generativ. Oder über Signale, indem sie direkt miteinander kommunizieren. Die Agenten werden in ihrem Verhalten mit diesem Aktivitätsübergangsgraphen modelliert. Da werde ich das nächste Mal noch näher darauf eingehen, wie das in JavaScript aussieht. Also wird das auch klarer werden. Die einzelnen Aktivitäten partitionieren das Gesamtverhalten eines Agenten in Teilziele oder Teilabsichten. Die Übergänge zwischen den Aktivitäten ist konditional, hängt von dem aktuellen Zustand des Agenten, seinem Standort und bereits erhobenen Daten ab. Ja, daraus besteht der Agent aus den Körpervariablen und seinem ATG, also den Aktivitäten, den Übergängen, Signalhändlern, ein paar weiteren Funktionen noch. Das war's. So, daraus besteht der gesamte Agent. So, lose gekoppelt, kann die Plattform verlassen, wie wir hier sehen, und auch später nochmal ganz praktisch sehen. Und das ist die Basis für die Konstruktion auch relativ ja, intelligenter, adaptiver, selbstorganisierender Multi-Agent-Systeme. So, damit bin ich am Ende von Teil 1. Wenn es Fragen gibt, gerne mal per E-Mail die Wiki-Seiten nutzen und es wird dann auch demnächst weitere Arbeitsaufträge geben. Ja, das war's von meiner Seite.